So, hallo Leute und willkommen zurück. Diesmal mit zwei wow, AI-Spielern, sowohl in meinem Team als auch im Gegner-Team, auch wenn der in meinem Team, warum auch immer, im Tor ist. Und da machen sie das erste Tor. Was zur Hölle? Was hat der denn gerade die ganze Zeit im Tor gesucht? Der hatte nicht einen Ballkontakt, glaube ich. Während deren AI sofort ein Tor schießt. Okay. Ihr seht auch meinen neuen Helm, den ich ja im letzten Match... Ich bin rot, WTF. Den ich ja im letzten Match freigeschaltet habe. Wow. Auch wenn ich diese Hüte, ehrlich gesagt, nicht ganz so prickelnd finde. Schade, zu hoch. Oh, Menno. Bass fährt wieder ins Tor. Keine Ahnung, was Bass für eine KI ist. Sie gefällt mir auf jeden Fall nicht so. Ja, die können das Spiel auf jeden Fall deutlich besser als ich oder mein Team, besser als ich und mein Team. Leider nur ausgebremst den Ball. Wow, Alter, dieser Torschuss. Leute, wir stehen alle auf einen Fleck. Keiner trifft den Ball, ey. Ich bin schon wieder an der Wand. Los, Bass. Oh, ja. 1-1. Sehr schön gemacht, KI. Oder AI. Ist egal, so oder so eine künstliche Intelligenz. Nice shot. Mein Gott, das war nur ein... Ich glaube, der Typ regt sich gerade auf. Weil es war nur eine AI, die das Tor gemacht hat. Das ist schade. Ich wollte jetzt vor dem Tor kriegen von dem. Wow. Kann es sein, dass die kleinen Auto wendiger sind oder sowas? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich müsste auch mal wieder ein neues Auto nehmen. Würde ich mal sagen. Also so demnächst gucke ich mal vielleicht den Paladin. Oh Leute. Alter Schwede. Ja. Nein. Nein. Ich bin nicht hingekommen. Ich hätte eher... den Jet starten müssen. Ja, dafür brauche ich einfach... Ich müsste es viel intensiver spielen, um genau sowas einschätzen zu können, muss ich zugeben. Weil ich wollte den Ball jetzt nochmal so nach rechts schleudern. Weil ich bin leider nicht rangekommen. Ja, die Feinde können das Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, die Feinde sind nicht schlecht. Oh. Torschance. Vergebens. Ach komm, geh doch weg von dieser Kackwand, Alter. Jetzt haben die eine Torchance. Haben sie aber auch nicht genutzt, zum Glück. Alter, was zur Hölle schon wieder. Ich bin nur am Hin- und Herfahren. Oh, und der trifft den Ball auch noch da oben. Nein, Bass, bitte. Oh Gott, danke. Alter, warum fährst du denn nicht einfach weiter in die Mitte, anstatt auch noch hinterher, wenn du... Alter! Alter! Nein! Los, Bass! Ja! Ich hab doch gerade noch irgendwas weggerammt. Bin auf irgendwas drauf geflogen. Pluck! Nen. Und los geht's. Bass der Einzige, der hinfährt. Hm?
Scheiße. Sagt er und regelte leider das Tor nicht. Jetzt vielleicht? Komm schon! Mann! Zwei Torschüsse! Die mir nicht mal angerechnet wurden. Verpiss dich. Ach komm! Das ist impossible! Impossible! Okay. Scheiße, scheiße! Keine Kontrolle mehr über den Wagen! Ich stehe auf irgendwas drauf. So. Na, na? Ah, wir konnten den Ball leider nochmal zur Seite drehen. Tut mir leid, Bass. War mit Absicht. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Eigentlich hätte ich gehofft, dass Bass mehr in der Mitte steht, um den Ball nochmal abzufangen. Aber der Ball war, glaube ich, auch zu hoch. Nein! Schade. Ich wollte den mal so in der Luft reinsteuern, aber hat auch nicht geklappt. Okay, okay, okay. Sieht gut aus. Wo der Ball gerade ist. Kein Boost für dich. Da! Und... Nein, ich hasse es. Oh, kommt schon. Es ist doch so Mäusemelken hier, Alter. Oh, ich sag, drück irgendwann in diesem Spiel noch meinen Controller, das schwöre ich. Der geht runter von mir. Oder unter mir weg, ich sag's mal lieber so. Das ist nicht gut, wo der Ball gerade liegt. Wir könnten eine Torchance nehmen. Aber... Oh, die fliegt wieder hardcore daneben, ey. Das ist doch... Komm. Das habe ich ihn, glaube ich, einfach nur hochgedonnert gerade. Der muss rüber zur anderen Seite. Das ist nicht die andere Seite. Das auch nicht. Das sieht gut. Oh, das sah gut aus. Ach, so früh. Oh Gott, sie haben Bass überlistet. Aber nicht mit seinen anderen Typen. Sehr schön. Und schade. Oh Gott, Bass und ich sind in der Luft aneinander geprallt. Knallt auch nochmal gegen die Wand. Oh Gott. Hast du ihn? Hast du ihn? Nein, nein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber es war ein gutes Match. Es war ein wirklich gutes Match, möchte ich da mal sagen. Dafür bekommen wir auch die Phoenix-Flagge. Auch wenn es nur zwei CPUs waren, die bei beiden Teams die besten sind. Ich finde, es war ein gutes Match. Und weil es so ein gutes Match war, war es das heute. Nein, das war das einzige Match. Also, ihr bekommt heute nur dieses eine Match, weil es relativ lange gedauert hat. Und wir suchen uns aber dafür schon mal ein neues Auto aus. Welches wollen wir denn nehmen? Den Breakout? Wie sehen die denn von hinten aus? Ich finde, der Breakout sieht nice aus. Oder? Oder den Paladin? Nehmen wir erstmal den Paladin. So, wie... Wir können ihn nur so streichen. Wir haben momentan nur das für die... Aber das sieht doch geil aus. Mein Jung. Warte mal, ich will diesen hässlichen Helm. Der sieht bescheuert aus, ey. Ich weiß nicht, ob man da irgendwann mal noch bessere kriegt oder so, aber das sieht gerade echt
Alter, das sieht doch geil aus, oder? Wollen wir den so machen? Oder wie sieht's denn aus, wenn ich den Metallic mache? Ja, fand ich das andere geiler, oder? Das blaue Metallic? Ich glaube, ich mache das blaue Metallic. Genau so. Oder Hochglanz. Warte, ich will immer so... Also das auf keinen Fall. Matt. Naja. Metallic. Weil Metallic hat halt diesen Pearl-Effekt. So. Ja, oder wir machen das wirklich... Bei dem Schwarzen. Damit das so ein bisschen wie Sternhimmel oder sowas aussieht, dachte ich mir jetzt. Weil das Schwarze gefällt mir gar nicht. Ich will das Schwarze eher so ein bisschen wie diese Scheibe da haben. Die wir hier haben. Da kommen wir zwar mit Hochglanz recht stark dran, ne? Dann machen wir das Schwarz auf Hochglanz. Und dich lassen wir mal auf Seidenmatt, oder? Gut, dann machen wir das hier natürlich auch nochmal. Hier nochmal schön auf Hochglanz. Primärfarbe. Kann ich leider nicht großartig ändern. Ich hätte ja lieber etwas dunkleres. Aber das geht nicht. Ich kann halt nur die Zweitfarbe extrem ändern. Aber da würde ich schon gern schwarz behalten. Ja, die Reifen, ich finde wirklich... Ich weiß nicht, ich mag diese... Ja, so abgeeckten, so... Ja, ihr seht's ja mehr oder weniger. Ich mag das, wenn sie so aussehen. Auch bei GTR habe ich immer nur solche Reifen. Weil zumindest den Autos, die ich regelmäßig verwende. Eine Phoenix-Flagge. Nee, keine Flagge. Den Paladin spielen wir ohne Flagge. Das ist dann das Auto, mit dem wir im nächsten Match antreten. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ein Kommentar würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann. Beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin. Ciao.